weiß ich nicht, kann ich mich nicht so richtig trennen, hänge ich emotional doch ein bisschen dran und so, ne? Das ist immer das Gleiche. Ja, es ist leider so. Immer das Gleiche. Guck mal, wie das Ding federt. Dann weißt du ja, dass... Für mich sind das, hört sich böse fast an, aber es sind Zeiträuber. Wenn ich dreimal in die Halle fahre, gucke mir eine Stunde lang Auto an, wir schwätzen und ich, ja, ich überlege mir das. Es wird ja immer das Negative vermutet, immer, dass wir schuld sind, wir sind die Bösen, das ist immer jedes Mal das Gleiche. Nadine hat das kreiert und gekürt. Ein Haufen Scheiße. Du kaufst kein Auto, du kaufst ein Hobby. So, da sind wir in den Heiligen Hallen, zumindest wohl in einer. Und Country Golf hast du? Mhm. Mhm. Ja, lange Geschichte. Willst du die wissen oder? Ja, eigentlich nicht. Okay. Ja, bei dem Auto habe ich jetzt erstmal das größte Missgeschick gerade. Wieso? Ich habe Brief verloren. Alles verloren. Da sehe ich dich doch. Da kannst du mich bei der Stadtreinigung mit einreihen. Kennst du meine Doka noch? Ja. Meine Doppelkabine, ja, mit der 15 drin? Ja. Der steht noch mal wieder in anderen Lagern. Wie weit ist denn das? Das liegt auf dem Weg, wenn wir zurückfahren. Wollen wir doch mal anhalten machen. Ah ja, da ist das Ding. Ich laufe mal. Schon cool, ich laufe mal vor, mach mal Licht an. Ja. Kunde, das braucht eigentlich keine Sau, braucht das, ne? Aber es ist geil. Das, was mich halt so angemacht hat, war halt 15er. Ne? Ja. Und wir haben da super viel Zeit und Liebe schon reingesteckt. Dann war die Auspuffanlage, kam so seitlich raus, das sah so richtig so Schrott aus. Da haben wir angefangen, eine schöne Auspuffanlage zu basteln, dass das wenigstens optisch ein bisschen schöner aussieht. Und am meisten stolz bin ich halt auf Innenausstattung. Gucken wir gleich mal rein. Und hier, wie guckst du jetzt hier, kriegst du das jetzt hier unten einfach auf quasi und dann hast du oben eine Wartungsklappe sozusagen. Genau, da hast du den Motor drin. Bimbam. Ja. So typischer 15er Umbau, das nannte sich damals die Firma Winkler, hat die Autos umgebaut. Ach, das gab es richtig, konnte man richtig bestellen? Das, ja, da gibt es Motorhalter, da gab es ein Motorumrüstkit für und da wurden die damals umgebaut. Heute natürlich undenkbar, so einen Umbau nochmal eingetragen zu bekommen, aber dieser Umbau hier ist vollständig eingetragen. Alles, auch Felgen und so, alles eingetragen. Und das Ding hat 136 PS wahrscheinlich, ne? Ja, aber die haben sie ja nie. Der hat 120, 123. Ja. Aber fährt im Bus nicht schlecht. Hat der eine Servolenkung? Der hat eine Servolenkung. Das ist äußerst selten, ne? Generell schon im T3 ist Servolenkung selten, aber der hat eine Servolenkung. Krass. Aber geil, also wirklich geil, das Ding. Dann war ich hier mal ein Pfennigfuchser und wollte nichts lackieren lassen. Ja. Und diese Bracken waren schlecht vom Lack hier. Mhm. Das haben wir dann... foliert, das siehst du hier jetzt den Farbunterschied, wenn du genau guckst, weil da ist der Lack runtergekommen, deswegen habe ich gesagt, bevor man den Farbunterschied so doll sieht, haben wir es noch ein bisschen mehr foliert und haben den vorne rum ein bisschen weiß gemacht. Ach, das war nicht so? Nein. Der ist komplett blau eigentlich, oder was? Eigentlich ist der dieses Blau. Mhm. Komplett von oben bis unten. Genau, aber die Bracken war der Lack total kaputt, weil die Bracken verzinkt waren und da haben die irgendwie drauf rumgeschmiert und dann blätterte der Lack ab. Okay. Und weil ich ja wieder zu knauserig war, den Wagen komplett lackieren zu lassen, weil er hätte ja dann, brauche ich nicht drüber sprechen, wenn du einmal hier Lack abmachst, schleifst du überall, weil vom Rost her ist der echt gut, aber der hat irgendwo, und da gibt es mal so eine kleine Macke, ich glaube auf der anderen Seite, und da brauche ich sprechen, wenn du jetzt hier knibbelst, brichst du das ab. Ja. Da ist dann nur die Klappe wieder lackieren. Ja. Ja. Aber von den Sicken her sieht der passabel aus. Was auch ist hier in der Klappe da drin, dahinter? Das ist einfach nur ein Staufach, da kannst du durchschieben auf die andere Seite. Echt? Okay. Und dann haben wir hinten halt, das ist ja eine Doppelkabine. Ja, hinten hast Dreitürer. Quasi. Genau, und hinten hast du dann, das war mal ursprünglich eine Bundeswehrsitzbank, die habe ich dann beziehen lassen in so einem Stoff, ähnlich wie die Recaro-Sitze vorne. Dann haben wir den Himmel eingezogen, das haben wir auch selber gemacht. Ach, das war alles nicht drin? Nein, das Ding war auch nur ruhig, auch wieder bei Kleinanzeigen gekauft und super viel Liebe reingesteckt. Ja. Und dass das hier hinten so rausgeschweißt wurde irgendwie? Das ist, normalerweise sind das ja... Rutschen die Klappen kannst. Genau. Warum das jemand gemacht hat, verstehe ich bis heute nicht. Wir haben dann damals so Webtor-Lack geholt und haben wenigstens dieses Riffelblech schwarz gemacht, weil das sah in Alufarben noch beschissen aus. Ja. Was mich halt interessiert hat, wenn ich ehrlich bin, wenn das ein Bus wäre, ein geschlossener, würde ich den für kein Geld der Welt verkaufen. Ja, aber war das mal ein Bus oder war das immer eine... Das war immer schon eine Pritsche. Aber was mich, ich finde diesen Umbau halt so geil. Und ja, mittlerweile ein T3 kriegst du ja gar nichts. Mhm. Und wenn du so einen 15er suchst, ist das halt schon echt witzig. Toll. Und TÜV hat die Kiste aktuell oder was? Ja, ja, also du brauchst zum TÜV, ihr müsstest neue Reifen drauf machen, weil die sind gefühlt 125 Jahre alt. Ja. Das war mal ein Stadtwerke-Auto. Verrücktes Ding auf jeden Fall, ne? Habt ihr alles mit Alcantara so bezogen? Alles, ne? Ja, aber auch nur billig, ne? Nix hier Night Factor und so, sondern das ist auf günstig. eBay. Auf günstig. Ja, die Recaro sind natürlich schon cool, ne? Ja, auch elektrisch. Ja, kannst du cool sitzen, ne? Und mit Servo fährst du das auch vom Fahren, ne? Genau, dann geht's ja weiter. Auch die OZ-Felgen, brauche ich ja auch nichts mehr zu erzählen. Nee, die OZ-Türer in 10x17. Was haben die denn für einen Lochkreis jetzt hier? 512. Aha, okay. Was ist denn für eine Achse drin? Serie. Die haben 512 damals gehabt? Die Busse haben 512. Okay, wahrscheinlich wegen den Lasten dann, ne?
Ah, schon geil. Also das Ding finde ich wirklich cool. Fahrzulassung wird halt mit Folie wieder schwierig, ne? Da geht es schon Theater schon wieder los. Ja, aber das ist ja zum Thema, das ist ja nur eine Teilfolierung. Mhm. Und es gab ja einen Bus, Achtung, gab es ja erstmal in Bicolor. Ja, gab's. Und die Busse haben ja auch ein Foliendesign. Mhm. Also Folie gab es zu der Zeit schon. Was hat denn der, eine normale Zulassung jetzt ganz Standard, ne? LKW. Oder müsste ich reingucken? Ich glaube, der hat LKW-Zulassung. Ja, nee, das weiß ich, habe ich nicht im Kopf. Aber nee, doch, der hat LKW, weil der hat eine längere Ladefläche als Fahrgastraum. Ich denke, da kriegst du eine LKW-Zulassung drauf und dann ist das relativ Wumpe, weil dann zahlst du irgendwie, weiß ich nicht, 180, 190 Euro Steuern. Ich glaube, derselbe Steuersatz wie für H-Kennzeichen. Genau. Das ist schon okay. Cool auf jeden Fall. Also das Ding könnten wir uns mal mit auf den Zettel schreiben. Was ist hier mit dem Käfertier? Ist das was für mich? Wahrscheinlich eher... 1600er, auch wieder bei Kleinanzeigen gekauft. Klein Marco wieder ohne Papiere gekauft. Fand er geil. Ich kaufe immer alles ohne Papiere. Aber ich lerne auch nicht aus meinen Fehlern. Nee, das weißt du auch scheißegal. Aber bei dem ist Lackzustand nicht gut, aber Karosseriezustand unfassbar gut. Mhm. Unfassbar gut. Also der hat gar keinen Rost, Bodenplatte oder Radhäuser. Aber das ist halt so das typische 90er-Jahre-Tuning. Ja, schon eher 80er, würde ich schon fast sagen. Ja, die Königssitze, 80er, ja. 90er, mit dem voll lackierten Armaturenbretter. Mhm. Cool. Es ist, wie gesagt, gerade die Doka zum Beispiel, ist für mich auch ein schweres Thema, sag ich dir so. Ich glaube, davon weiß Nadine nichts und in meinem Video habe ich gesagt, das gebe ich nicht her. Hat keiner gehört. Hat die Nadine nie mitbekommen. Denkst du, du behältst doch was oder sagst du, das geht alles immer in den Verkauf? Schwierig, ne? Schwierig. Also die Doka kann ich mir schon vorstellen, dass man da mal eine Weile rumfährt damit irgendwie. Ja, das würde mich zum Beispiel auch freuen, wenn so ein Auto nicht immer direkt wieder in den Verkauf kommt. Das könnte. Aber andersrum, das ist halt... Muss halt davon leben am Ende des Tages. Richtig, ne? Und ich muss auch damit leben, wenn ich was verkaufe, dass es abgegeben. Ja, das ist im Zweifel, dass es halt weg ist und der Nächste halt damit dann macht, was er für richtig fällt. Ne? So sieht's aus. Also was ich, glaube ich, fühle, ist der Golf Country. Wo ich auch lustig finde, damit einfach zu fahren, weil schon... Habe ich auch gesagt, aber man ist sehr schnell enttäuscht. Kann ich nicht. Nimm mir nicht alle meine Hoffnungen. Aber guck mal, das ist ja negativ zum Verkauf, was ich gerade mache. Ja, aber ich bin halt einfach ehrlich. So, Freunde. Ich habe mir ein extra paar Bilder gemacht, damit wir überhaupt einen Überblick behalten. Wir haben jetzt auf der Agenda theoretisch, Marco, ne? T3? Ja. Den fandst du gut, ja. Fand ich witzig, ja. Also ich denke, das ist ein cooles Auto, P15, ne? Den schieben wir beiseite, ja. Coupé? KDC Coupé. Hm. Suzuki? Mhm. Mhm. Country Golf? Corvette? Haben wir was vergessen? Nee, das war's eigentlich dann, ne? Ja, hier hast du alles gesehen. Hast du Blumen für mich, Daniel? Ja, aber du hast heute keine Zeit. So gut hier. Willst du jetzt einen Antrag machen? Antrag? Ja, genau. Meine Schwester hat Geburtstag. Ah, Kappa von dir oder was? Oder? Das ist mein Verlierer. Hast du einen eigenen Verlierer? Mhm. Oh. Das ist ja der, der den Civic gemacht hat. Aber unser Daniel ist der geilste Mann, der ist unser Allrounder, nenne ich den. Mhm. Also als Verlierer habe ich den damals eingestellt und er ist unser Alleskönner. Der kann perfekt kochen. Geil. Kann perfekt kochen. Kocht ihr hier frisch jeden Tag? Ja, wir nutzen die Küche hier schon viel. Wir sind ja mittlerweile 10 Mann. Ich will es wirklich sagen, es ist Familienbetrieb bei uns. Mhm. Für mich ist das wie Familie. Für mich ist das wie mein Bruder. Mhm. Das ist also wirklich ganz tolle Atmosphäre. Ja, also ich habe hier Spaß. Ich hoffe, meine Mitarbeiter auch. Aber ich denke, die sind alle ganz glücklich. Ja, die sehen ganz glücklich aus hier, ne? Aber ich finde, ein guter Betrieb funktioniert mit seinen Mitarbeitern. Mhm. Der Chef muss ein gutes Kommando geben, keine Frage. Mhm. Aber ich sage, ohne Mitarbeiter bin ich nothing. Würde das Ganze nie gehen. Ja. Würde einfach nicht funktionieren. So, aber wir waren hängen geblieben beim T3-Bus. Nicht traurig sein, Leute, das Video geht gleich weiter. Nur kurze Werbung in unserer eigenen Sache. Und zwar kaufen wir seit geraumer Zeit eure Autos auf aus der Community. Vielen lieben Dank für die zahlreichen Zusendungen. Wenn ihr Fahrzeuge zum Verkaufen habt oder jemanden kennt, der eins verkaufen möchte, dann kann er das hier auf einen relativ entspannten Weg tun. Schickt uns einfach per WhatsApp hier auf diese Nummer. Bekommt ihr von mir relativ zeitnah eine Rückmeldung. Ich brauche von euch einen Kilometerstand, eine Fahrgestellnummer, ein paar Bilder, kurz ein paar Details zum Fahrzeug. Und eine Preisvorstellung. Und wir kaufen noch bis 90.000 Kilometer roundabout. Kauf mal auf. Mehr geht leider gewährleistungstechnisch nicht mehr. Habt Verständnis dafür. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bin jetzt an der Stelle raus. Viel Spaß mit dem Video. Ciao. Und du wirst mich gleich bestimmt ein paar Daten fragen. Ach du Scheiße. Datenbank. Jetzt geht's los. Jetzt kommt die Datenbank. Die Datenbank von 1986. BMW 02 Kompressor 4. Ja, lass mal den BMW 02 hier liegen. 323. C32 AMG. Interessiert das heute noch, wie viel Vorbesitzer das hat, sowas? Ja, leider gerade bei so einem Auto ist es so mein Problem. Fünf Pfoten, 200 gelaufen. Geht ja noch. Opel Monza Silber Omega A, Fiat 126 NSU, 200er Diesel, Honda Civic, Audi 50, Ford Escort Cosworth, Corvette C4. Ich leg mir schon mal die Papiere immer hier. Kann ich da schon mal drüber gucken? Klar. Ist das okay? Du hast ja noch gar nicht gesagt, wegen der Radatten und so, ne? Da hast du auch noch... Du hast gar keinen Preis gesprochen, ne?
Ja, überhaupt nicht. Nee. Teuer. Ich bin auf blauen Dunst hier. Das ist witzig, Freunde. Das ist cool, ne? Wie gesagt, die Corvette behaupte ich von der Geschichte her sehr, sehr, sehr gut. Und deutsche Erstzulassung. Ja, scheint so. Ich glaube, das kannst du nicht vergleichen mit einer amerikanischen. Nee, das ist wirklich ein Unterschied. Weil die Amis hatten aber bei den Autos, die haben ja nicht so ganz die Mentalität wie die Deutschen. Bei den Amis wird meistens ein Reifen so lange gefahren, bis er einfach platzt. Bei uns wird so ein Ding einfach lange, lange vorher schon gewechselt. Das sind so die kleinen, aber feinen Unterschiede. Also. Und wieder, da gibt es nochmal eine extra separate Mappe. Weil ich frage mich aber nicht genau, was da drin steht. Weil ich glaube, da sind... Er hatte zum Beispiel 94, 55.000 Kilometer. 97 hatte die Corvette 58.000, wenn ich das richtig sehe. So, was hast du jetzt hier auf der Agenda stehen für die Rakete? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, deswegen. Ne? Will ich das wissen? Sag mir mal, was du so anbietest. Die jetzige? Nee, sag mir mal, wo... Wir sprechen ja hier sehr offen mit Zahlen. Ja, ja. Sag mir mal ein VK, wo du den siehst, und sag mir mal ein EK, wo du den siehst. Boah, gut, du brauchst jetzt hier offensichtlich einen neuen TÜV, so wie das aussieht, ne? Und dann hat das Ding interessanterweise eine Haarzulassung, hat er. Also da brauchst du dich nicht mehr drum kümmern, aber einen TÜV brauchst du. Ich denke, mit ein paar Ölundichtigkeiten und ein bisschen ein paar Reifen vielleicht wird es wahrscheinlich getan sein erstmal, ne? Ich glaube sogar nicht mal die Reifen, weil ich glaube, nee. Das alles. Also wirklich, ich glaube, an dem Auto ist wirklich alles ja. Tacho. Du weißt ja nicht, was auf dem letzten TÜV-Bericht steht. Weil außen weiß, innen rot ist halt schon relativ selten. Und dann deutsches Auto. Das sind so die Faktoren, die dafür sprechen. Nachteil ist halt der alte Motor noch. Ne? Ja, genau. Das ist nicht halt dieser TPI-Motor. Genau, TPI oder wie die Dinger heißen. Danach, ich glaube, davor ist er Crossfire. Crossfire, genau. Das ist so ein bisschen der Nachteil, weil es hat ein bisschen Leistungsschwäche. Aber du hast ja gesagt, du hast gemessen, ne? 200 PS oder was? Ja, gibt es ein Video drüber, 200 PS hat das Ding gehabt. Und es fährt auch gut, außer fahrwerksmäßig ist für mich eine Katastrophe. Fährt wie ein Schwamm, als ob du einen Sportwagen auf dem Schwamm legst. Das wurde dann erst ab Modellpflege 95 oder sowas, wo es dann auch LT1 gab, wurde es dann nochmal deutlich besser. Also, wollte ich gerade sagen, wurde mir auch gesagt, es deutlich besser war. Ja. Ich finde, das Auto ist ein wunderschönes Auto, sich zu angucken cool, ja. Und zu so einem Sonntags mal rumcruisen. Mal eine Runde zur Eisdiele mit der Mutti. Mit einer guten Geschichte allerdings. Dann reicht es auch schon. Ne? Es ist ein Kapitalauto. Also ich denke, Marktwert, keine Ahnung, aber rein theoretisch ein guter VK ist wahrscheinlich irgendwo so 15 rum. Ne? Ich glaube, da habe ich schon zu viel bezahlt dann. Ja. Ich habe das Ding schon in den ähnlichen Regionen gekauft. Ja, das glaube ich, ne? Also, kann mir vorstellen. Also, kannst natürlich versuchen, eine 20 zu bekommen. War das zusammengefalten oder im Ganzen? Das war nur im Ganzen. Du kannst natürlich gucken, dass du eine 19,9 drauf schreibst. Ja. Obwohl, ich glaube, da tut es sich sehr schwer. Da geht es nur über die Story, weil er vielleicht eine deutsche Zulassung hat, kein MPH-Tacho, genau. Nur ein KMH-Tacho und sowas. Genau. Was dann Check-F-Buy ist, das Ding unter 100.000 nachweislich gerannt hat. Ja. Also, wir haben die C4, haben wir früher viel aus Holland importiert. Da gab es massenweise von den Dingern. Die haben wir immer verkauft, so 2011, 12, da war noch so ein Hype auch da um die Amis. Die hast du da so verkauft für einen 10er bis 13.000 Euro. Mhm. Ne? In Rot oder in Schwarz, da hat man so 2-3 Stück immer mal gehabt. Und das ging ganz gut. Das ist so gut verkauft. Wir hatten ja auch mal eine schwarze LT1, glaube ich. Da habe ich auch 2,5 Scheine Nachlass gegeben oder sowas. Weil da kam einer, der sagte so... Wenn die Sympathie da ist, passt, der versteht, was er da kauft, genau, ist das gut. Da war das, den habe ich verkauft, den Wagen. Und da kam der zu mir und sagte hier... Ich interessiere mich für das Auto, was willst du dafür haben? Ich sage, ich glaube, ich weiß nicht mehr, 18 oder sowas. Ne? Er sagte, du, pass auf, ich gebe dir irgendwie 15. Ich sage, wenn ich jetzt einschlage, ist das nur dummes Gesülze oder geht das dann los? Er sagte, nee, dann geht das los. Ich sage, dann machen wir jetzt 15 und dann ist das Ding mit. Und da war es erledigt. Gut, gucken wir mal. Das ist Suzuki Samurai-Papiere. Samurai. Struck. Ich gucke immer, wer da so Vorbesitzer war, ne? Und wie lange die das Ding so hatten. Ne? Manchmal siehst du dann, oh, bloß ganz kurz gehabt, wahrscheinlich festgestellt, ist irgendwie doch scheiße. Oder zu teuer im Unterhalt, ne? Kann auch sein, ist auch oft ein Thema. 1,3er Motor, 51 kW. Also die Maschinen sind ja unverwüstlich. Die Maschinen sind wirklich geil. Gut. 1990er ist das, hat kein H-Kennzeichen. Nein, wahrscheinlich schon alleine wegen der wilden Farbe. Aber der hat einen G-Cut. Der hat einen geriegelten Cut. Ich weiß nicht, ob du da eine LKW-Zulassung vielleicht hinten setzt. Was der da für eine Zulassung hat. Ja gut, bei 1,3er Motor... Ja, der hat einen Schadstoffarm. Das ist also Euro 1 und da bist du, weiß nicht, was bist du denn da los? 500 Euro? Nee, so viel nicht bei 13 Kubik. Ist doch ein Benziner. Das ist doch kein Diesel. Oh Gott, ist ja 15 Euro. Ich weiß gar nicht, ich bezahle für meinen 2,2 Liter Turbo ohne H-Kennzeichen. 2,2 Liter, Euro 1, 355 oder sowas. Okay, sowas. Aber 2,2. Ja, gut, bist wahrscheinlich über 300, 400 Euro. Ja, aber ich glaube, da küsst aber meiner Meinung nach. Ja, H-Kennzeichen-mäßig sollte das auch meiner Meinung nach gehen. Warum nicht? Weil Farbe ist ja egal, welche Farbe du hast.
Wenn ich so überlege, ich habe damals einen Strandbuggy. Ah, da haben sie sich schon ein bisschen. Ja, kommt immer, das ist immer wieder, ihr müsst uns das Prüfer sehen. Genau, da das ist das Problem. Da wenn das Ding einmal hat, ist natürlich gut. Ist schwer wieder das abzunehmen. Klar geht das auch. Aber sehe ich jetzt. Felgen geht, Radlerverbreiterung gab es ja auch. Plus minus 10 Jahre, sagt man ja immer. Ja. Seit Baujahr 90, also bis in die 2000er Jahre hinein. Ist die Farbe vielleicht auch legitim noch? Ne? Ja, müsste man eben gucken, ob man eine Hartzulassung kriegt, weil das wäre ein Mehrwert für das Auto. Keine Schneeketten, ach so. Frontschutzbügel, Trittbretter und dann nochmal der Stahlrad. Also der hat mehrere Felgen wohl gehabt. Kombination hier 8,5 mal 15. Auf jeden Fall ist schon mal was eingetragen, das ist ja auch mal wichtig. Ja. Viele Schrauben wir da, nur die Räder drauf, die originalen dünnen Trennscheiben, die sehen ja kacke aus. Ja, nee, das lebt schon ein bisschen. Deswegen, von das Auto von lebt von der Optik, ja. Das genau, also, schönste Wetter aus. Samurai. Guck mal, hier sind noch, kennst du noch diese TÜV-Berichte? Ja, das also selten, super, super selten, weil das ist locker 30 Jahre alt. Ja, und ich gucke mal, das Auto ist abgemeldet, das ist ja auch mal ganz interessant. Der C-Kadett, das ist das Coupé, 2003 ist der abgemeldet worden. Auch erst 20 Jahre her. Guck mal, hier sind noch Reifen zu D-Mark-Preis. Zwei Firestone-Reifen, 175, 70, 13. Herrlich. 58, 28. So ein alter Brief ist mittlerweile echt absoluter Seltenheitswert, ne? Das die Angelika hat es als erstes gehabt, ne? Das Ding. Zumindest angemeldet. Dann die Barbara, dann der Volker, dann der August. Und das Ding war die ganze Zeit in Dortmund, hä? Mhm. Muss ich mal überlegen, was ist das für die Zulassung? Was hat man gesagt? Was ist das? 77. 77? Sieben, ja. Oh, oh, den kannst du ja nie hergeben. Ja, ich habe gerade auch gemerkt. Da kannst du ja eigentlich nie hergeben, das Ding ist, ne? 30. Juni 77 ist der. 20 Mark hat das wohl gekostet, da hast du eine Abgasuntersuchung bekommen. Eine ja, musstest du extra. ASU. Ja, konntest du beim Meisterbetrieb ja extra machen. Ja, aber ja. Immer ein 20er, dann hat er die ausgefüllt genau. Und die mitgegeben. Das Auto hat er nie gesehen, er weiß nicht mehr, welche Farbe das Auto hatte. Ja, das, war noch lustig. Das war noch lustige Zeit. Ja, da hat es auch keinen gejuckt. Bei dem Auto tue ich mich auch, sage ich dir ganz ehrlich, schwer. Also, dass du schon mal für dich so im Hinterkopf weißt. Die Taktik. Nee, alles wirklich. Weiß, das war eine, aber wie gesagt, da würde ich mich natürlich immer freuen, wenn man dafür den richtigen Besitzer findet, der auch Spaß an so einem Auto hat. Ne? Das Ding, das war glaube ich auch ganz cool. Rosttechnisch war der soweit fit, ne? Null. Wirklich, der wurde komplett neu lackiert. Null. Da ist wirklich null. Und unten rum war fit. Alles fit. Da ist alles mal gemacht worden. Die Türen wurden mal gemacht. Der hat also wirklich nichts. Nichts, nichts, nichts. Cool. Na, dann lass uns da mal den mit in den Topf werfen. Dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ne? Mhm. Das ist unser Joker. Unser neuer Langsteher. Wie das Auto als erstes verkauft ist. Ich weiß gar nicht, was für ein Baujahr das ist. 64, Alter. Krass. Okay. Überleg mal bitte. Das Ding ist gleich 50. Nee, warte mal. Das Ding ist schon. Das ist 60. Aber, ja. Das, 60 das ja. Wird 60 Jahre alt. Und dafür sieht er gut aus. Scheiße. Der hat eine schöne Lackpatina. Der ist jetzt nicht 300 Mal übergeduscht und zusammengekleistert. Von unten ist der wirklich gut. Der hat keine Durchrostung. Der hat die Oldtimer-Zulassung schon gekriegt 1998. Auch der schon Oldtimer. Ja. Da habe ich gerade angefangen, die ersten Kippen zu rauchen, so ungefähr. Aber das ist, leider hat dieses Auto keine Lobby. Also das braucht schwierig. Ich, das wird, genau, das geht nur an Liebhaber, die da Bock drauf haben, die sagen so, boah, geil, so ein Auto hat mein Opa gehabt. Guck mal, da siehst du ja zu der Geschichte, da sind ja noch Bilder sogar bei, weißt du? So, jetzt noch alte TÜV-Berichte und so ein Scheiß, ne? Ist ja immer eine schöne Sache, wenn man das noch so dabei hat. Ja, weil da meistens ja auch nochmal Kilometerstände, das ist eh egal bei dem Auto, ne? Aber weiß ist halt genau. Viele geilen sich da, oh ja, cool, der alte Pappbrief gehört. Der alte Kraftfahrzeugbrief noch dabei. Cool. Ich fand das geil, früher standen immer noch die Berufe von den Leuten drin. Echt? Echt jetzt? Ja, in den alten Fahrzeugbrief müsste irgendwo ein Beruf hier stehen. Muss das früher in den Kraftfahrzeugbrief angeben, was das für ein Beruf hatte? Der Vermessungsingenieur. Was der Buchhalter. Krass. Ja. Das war ist nicht dein Ernst. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Zum Beispiel für mich ist dieses Auto zu alt. Das mit, wie man so schön sagt, zu old. Ja, deswegen bin ich da auch ein bisschen, ist mir ein bisschen weltfremd. Weil es mir auch ja genau, weil es halt einfach sehr alt ist. Aber viele Leute, weiß ich, verbinden das damit. Aber ich sag, auch so ein Auto ist immer schwer, den Leuten zu verkaufen. Weil so ein Auto ist auch nicht günstig. Du hast gesagt, ich sehe so ein Auto im VK locker bei 10. Locker in dem Zustand. Und 10.000 Euro ist verdammt viel Geld, da brauchen wir uns nichts vormachen. Und du steckst ja nochmal Geld rein auch. Ne? Ja, ich sag mal so, aber derjenige, der es für 10 kauft, der könnte für 10.000 sicher auch einen schönen Passat, was weiß ich, was da für ein Modell gibt mit Sitzheizung und hast du nicht gesehen. Ja, du holst dir einen schönen Golf 3. Ja. Als Old-Youngtimer sowas. Wenn der sowas kaufen will, hat er keinen Bock auf den Golf 3. Oder? Der hat keinen Bock auf den Golf 3 und das ist wahrscheinlich jetzt nie unbedingt so der, ich sag's mal, Anfang 20-Jährige, der sich aber, dafür interessiert. Aber viele stellen sich dann auch vor, dass da noch, oh, das hätte ich mir besser, fährt geiler. Obwohl ich sagen muss, vom Fahren her fährt das Auto echt toll.
Glaube ich, aber ich muss ehrlich gestehen, ich kann damit, wie du schon sagtest, auch nie so krass viel anfangen. Das sehe ich bei mir ist bei mir genauso. Ja, eher mit einer Corvette kann ich mich anfreunden oder mit so einem T3 oder ne, mit einem Samurai. Damit kann man, das sind halt Autos auch so, wo man halt einen Bezug dazu hat, wo man mit aufgewachsen ist. Das Ding war, wo ich Kind war, schon ein Oldtimer. Ja, das ist ja einfach so. Ne? So sieht's aus. Da packen wir das mal mit dazu hier. Dann gucken wir mal. Schreiben wir den mal Joker. Ne? Ja, dann machen wir mal unten hin. Country Golf. Habe ich doch gesagt. Papiere. Ach so, ach ja. Papiere. Die sind komplett weg. Verklüngelt. Ja. Ich habe ja gehört. Die findest du bestimmt noch. Ich hoffe. Dass für mich Papiere suchen, ist eine Katastrophe. Ich war nachher mir selbst so unsicher. Ich sag, Moment, da müsste Papiere bei gewesen sein. Da habe ich die überall gesucht, habe ich den Kaufvertrag rausgeholt. Ich habe das Ding ja auch schon 4 Jahre. Mhm. Und im Kaufvertrag steht Briefschein, alles übergeben. Also habe ich das verklüngelt. Shit. Ich schreibe mal hier Golf Country noch drunter. So, okay. Dann haben wir hier die Doka-Geschichte. 100 kW. Da gab es ja auch manchmal so Verrückte, die haben in die Dinger ja dann auch Porsche-Motoren eingebaut, ne? Ja, geil. Oder auch 20, gab es ja auch als 10-Ventiler Turbo, haben sie auch eingebaut. Die haben aber Problem, thermische Probleme ja, eben wegen drin. Temperatur, ne? Ja, das ist dort echt der Wasserkreislauf nach vorne ist schon ein ganzes Stück. Mhm. Und die Getriebe haben natürlich auch nicht so richtig Bock auf richtig Leistung. Da fliegt das auch auseinander. Mhm. Wahrscheinlich ist das so noch so das homogenste. Das ist safe, ne? Das fühlt sich gut an. Ne? Der hat ein 5-Gang-Getriebe drin, das fühlt sich alles ganz gut an. Also es ist nicht so, dass ihr sagen muss, boah, geht gar nicht. Würde den als LKW zulassen und fertig. Also das Auto habe ich damals auch gekauft, musste ich mit dem Trailer abholen, lief nicht und ach, alles mögliche. Ja gut, 15 ist ja dein Metier, ne? Das, ja, das, da hatte ich auch Spaß. Dann Uni läuft, und ich habe auch immer gesagt, eigentlich will ich nicht verkaufen und im Sommer steht der immer hier bei uns draußen. Hm. Also ich habe den immer hier stehen, nur wir brauchen uns nichts vormachen. Da schmeißt du auch keinen Motor auf die Ladefläche oder eben fährst du mal eben zur Mülldeponie mit. Dafür ist das Ding da einfach zu schade. Da fährst du vielleicht mal die Tankflaschen weg. Ja, und deswegen dafür ist er halt zu schade. Ja, und in Urlaub fahren wirst du damit auch nicht. Nee. Das ist wirklich eher was zum und für Mitarbeiter, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da habe ich Angst. Mitarbeiter gehen auch vielleicht nicht immer 100% mit allen Sachen um. Mhm. Und dafür ist er mir zu schade, dass man da einfach verramscht wird. Mhm. Und deswegen, wenn der ein neues Leben findet, fände ich das auch wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Und ist halt krass, weil hier finde ich die Eintragung halt geil. Wie gesagt, mit Felgen eingetragen, Tieferlegung eingetragen, Motor eingetragen. Pritsche, alleine Pritsche. Ne? Also T3, Doka, Pritsche. Ich fände es schön, ich fände es auch geiler, wenn man die Pritschen klappen könnte, wenn das original geblieben wäre. Fände ich traumhaft halt geil. Dann hätte sie hinten schön was mit Holz gemacht, genau. Dann hätte ich eine andere Farbe gewählt, hätte ein bisschen mehr Oldschool gemacht. Wäre geiler gewesen. Aber das Design war so typisch 90er mit den OZ Futuras. Und wenn ich sehe, was heutzutage OZ Futuras kosten, fliegt dir die Hose. Schweinegeld, ja. Da, kriegst du, da fällt dir ein Ei aus der Hose. Da bezahlst du 3 Mille für den Felgensatz. Früher hast du nicht bei Kleinanzeigen Geschenke gekriegt, die Dinger. Ja, Dreiteilige, die waren nie geschenkt, aber die gab es mal gefühlt. Für einen Tusender. Ja, für einen Tusender gab es da mal was. Ich habe mal 4 Dreiteilige von einem E36 mal für 700, 800 Euro weggegeben. Man wird einfach niemand. Ich sehe das mal, wenn ich mir 3 Teile habe. Ich kaufe mir immer gerne 3 Teile BBS, die RS-Räder. Ja, ich auch. Gab es mal früher für 1500, dann auch, wenn du Glück hattest, hast du mal einen Satz für 1000er bekommen. Aber da hast du schon ein Schnäppchen gemacht. Ja. Und heute guckst, ich habe jetzt nach 512 geguckt, weil ich gerne was für einen S2, für einen Audi haben wollte. Mhm. In 17 Zoll. Junge, 3,5, 3,7, 4,2 aufwärts, nur Felgen. Das da hört es bei mir dann, wo ich sage, so, ey, das Auto nicht mehr, weißt du, da hört es dann einfach auf. Gut, ja. Marco, wir, so, haben wo wilde, raus? Also, wir haben hier wilde Zahlen. Ich habe das früher mal so gemacht, dann hast du Zahlen hingeschrieben. So habe ich das früher mal gemacht. Ich streich hinten eine Null weg. Ich habe das früher mal so gemacht. Da haben mir jeder seine Zahl hingeschrieben und haben mir gesagt, so, pass auf, ich gebe dir das. Die haben jetzt über Zahlen relativ offen. Schreib mal lieber hier unten eine Gesamtzahl hin. Ich kann ja nicht rechnen, muss ich mir noch einen Taschenrechner dabei holen. Ich rechne es dir vor. Aber ich hätte das Gefühl, da stimmt was nicht. Ich traue dem Taschenrechner. So, pass auf, dein ernstes Interesse liegt ja, Wette ist definitiv interessant für dich, ne? Ja, für die Lisa ein bisschen zum Rumblödeln, wahrscheinlich zum Rumfahren, nehme ich mal stark an, vielleicht ab und zu mal. Die Fahrt damit, dann passt damit dreimal. Sag mir mal deine Reihenfolge, wie es für dich, aber der ist ja auch doof, ne? Was interessant ist? Ja. Du willst bloß wissen, du musst es... wir machen hier unten mal einen Strich, meinst du, dass jede Woche... Komm, wir lassen es einfach bleiben. Soll ich einen kleinen Mini-Penis hinmalen? Ja, mach mal. Ich hole mir einen Taschenrechner. Ich traue dem Braten nicht. Und bring ein Bier mit, damit du was trinkst, damit die Stimmung hab ich da. Ein bisschen lockerer wird. Samurai, das ist wirklich schwer. Das ist wirklich schwer. Also ich sag mal so, ein Sammler, der richtig Bock drauf hat, geht ja nach Zustand, wenn du da im Netz guckst. Gibt's da was? Da gibt's was. Na, ich habe jetzt nicht geguckt. Ich bin nie vorbereitet. Das macht man so aus Gefühlen. Aber ich sag dir, wenn du jetzt guckst, es gibt nichts, ich glaube, nichts Fahrbereites. Also Schrott unter 6. Ja. KTC, also ganz ehrlich, wir haben so ein Ding mal verkauft, irgendwie für einen 10er in Gelb, 2 Schnapp mit Vinyldach.
Das ist aber auch schon ein paar Tage her. Die Preise sind dann in der Zwischenzeit gestiegen. Und da kannst du, da kann ich dir sagen, bin ich bei Verkauf, da bin ich raus. Da kannst du das streichen lieber schnell weg. Nee, was ist, was, wo siehst du das? Wenn du so mitnimmst, auf jeden Fall fünfstellige Zahlen. Und die erste ist natürlich eine 1, klar. Und dann bei den nächsten Zahlen darfst du mal was hinschreiben. Die nächste, fünfstellig, ist eine 0. Da könnten wir Schnick, Schnack, Schuck spielen. Wollen wir das mal? Nee, das wollen wir lieber nicht. Wir können ja, pass auf, wir können ja hier die Augen verbinden und dann hier so eine Taste auf dem Taschenrechner drücken. Ja, kannst du machen. Nein. Da wären wir schon. Die erste Zahl steht ja schon. Die steht. Haben, das ist ja schon mal gut. Bei fünf Zahlen, die erste ist schon mal schlecht. Ja, okay. Bei vierstelligen Zahlen wird es schon schwierig. Ja, ja, ne? Ja. Bei der Wette kannst du ja auch schon mal eine 1 machen. Wieso? Willst du mir die für 1000 Euro verkaufen? Echt jetzt? Nee, wir sind auch bei fünfstelligen. Bei fünfstelligen Zahlen steht schon mal die erste Zahl. Die 1. Also wird schon mal kein 2. Eine 1, wirklich? Ja, ja. Aber fünf Zahlen. Folgen ja noch vier Zahlen noch. Ach komm. Können wir dann nicht irgendwie. Wir können auch eine 9 machen. Eine 9? Ja, aber dann gibt es das Auto nur in Verbindung mit dem Ford. Scheiße. Und der Ford steht dann eine 1. Das ist genau das Problem. Warte mal ganz kurz. Was sollten. Was soll denn das Ding kosten? Ja, das mache ich. Deswegen steht das ja hier auch abgrenzen. Ja, deswegen. Wir müssen, hier müssen wir die 1 hinschreiben. Da hilft alles nichts. Also da bleiben wir ja in dem Bereich. Oh, nee, Marco, komm. Ja, sag mal erstmal hier, was hier los werden soll. Das ist der Bonus. Vielleicht gibt es den sogar Bonus? Geschenk. Vielleicht gibt es ein Geschenk dabei, wenn wir bei den anderen. Alter, komm. So, Samurai, hat es jetzt geguckt, wie die gehandelt werden? Und? Ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja, ne? Von 3,5 bis 30 wahrscheinlich alles. 9,9 kann man probieren. Kann man probieren, ne? Ja. VK, ja. Ja. Aber dann bist EK. Ja, da wird es schwer, die erste Zahl zu schreiben, weil da folgen ja maximal noch dann 3. Also ich hätte jetzt eigentlich gedacht so, der sieht halt ein bisschen wild aus, die Lackierung ist nicht noch gut, ne? Mhm. Und Haarzulassung hat der nicht gehabt. Nein. Die müsstest du, ich weiß jetzt schon, dass der nächste dann nach einer Haarzulassung kräht, ob nur 1300er Motor hin oder her, aber da krähen alle danach. Ja. Ist immer so. Immer das Gleiche. Weiß ich, ich hätte eine 4 gesehen. Da steht auf jeden Fall Minimum eine 6. 6. Ja, Mann. Alter. Bin ich mach mal einfach weg. Wie gesagt, dafür ist er zu geil. Mach mal eine 5. Vielleicht eine 4, 6. Ja, dann gut, die zweite Zahl ist ja, die kann ja sehr gut sein. Wir machen erstmal hier so eine 5. Aber guck mal, jetzt hast du ja schon gewonnen. Also musst du ja die zweite Zahl von mir akzeptieren. Dann mach direkt eine 9 hinter. Ach so, scheiße. Das war natürlich ein Fehler. Das hab ich jetzt nicht gewusst. So, okay, Doka? Ich glaube, zum Verkaufen hast du zu viel Ärger. Dann fangen die an, ja, ist ja hier foliert, da ist ja noch Rost, da muss ja erstmal komplett Lack. Aber ich sag dir auch, wenn so ein Ding top ist, machst du da auch 29 dran und irgendwann rennt mal einer davor. Ja, da hast du nie Unrecht, aber da musst du die Vollbilder runterhoppen, das Ding nochmal lackieren. Ja, ja genau, da steckst du nochmal 5er bis 10er rein. Ja. Und dann fängt der Lackierer an, irgendwo was runterzukratzen und sagt, ups. Dann geht's wieder los, ne? Komm, mach's kurz und schmerzlos. Kann ich das gar nicht aussprechen. Ja, schreib mal hin. Pass auf, komm, ich mach's mal leichter hier. Das dauert sonst so ein Sitz, das Video hier, eine Pause hier drin. Jetzt fängt er an zu malen hier. Jetzt auf einmal kommt's aus ihm raus. Guck mal, jetzt geht's ab. Ich hab da eine geile Zahl im Kopf, ist so eine Null. Nee, komm, jetzt mach du mal ein paar Zahlen, sonst wird's gleich. So, Golf 2. Also, ich sehe da sowas hier. Ja, Alter, 250.000 Kilometer. 284. Okay, gut, Entschuldigung. Ja, ja, die zweite Zahl ist mir noch wichtig. Weil wenn da unten, das ist ja schon, der Bonus fällt ja schon quasi raus. Ja, aber du hast selber gesagt, das ist wie beim Kniffeln. Also der Zusatzoption mit den 63 hast du nicht erreicht. Das sehe ich jetzt schon. Wenn wir das zusammenrechnen, gibt es nicht den Sonderlevel. Kennst du Kniffeln? Nee. Kniffeln ist Würfelspiel? Ich habe früher Nintendo gespielt. Jetzt wird Kniffeln eingeblendet. Hat man im oberen Bereich mindestens 63 Punkte erreicht? So gibt es einen Bonus in Höhe von 35 Punkten. Der Spieler mit den meisten Gesamtpunkten hat gewonnen. Das ist bei dir schon abgelaufen, der Zug. Also auf jeden Fall, kann ich dir sagen. Kein Sonderbonus. Okay, gut, perfekt. Gefällt mir schon mal gut. So, Corvette jetzt. Also jetzt mal ohne Scheiß. Die zweite Zahl, jetzt bin ich gespannt. Die zweite Zahl bei der Corvette. Wenn du oben schon mal anfängst... Aber nee, wenn du unten anfängst, ist besser. Nee, ich überlege gerade. Ich kann von unten eine Null machen. Und wo soll ich die Null mal von unten oder von oben? Ich kann das auch so ausmalen. Vielleicht auch noch eine andere Farbe, wenn du magst. Hier verdienst du Kohle. Ich denke, hier verdienst du was. Hier weiß ich nicht. Ah, weiß ich nicht. Verdiene ich nichts? Würde ich was verdienen? Verdiene ich gar nichts? Gar nichts? Wieso? Da würde ich Geld verdienen. Das passt. Ja. Und hier lege ich richtig bei. Richtig bei? Ja. Warum? Hab 13,5 bezahlt. Wirklich? Nein, Güte. Mein, denkst du, ich veräpple dich? Nein. Aber meine ich doch. Nein. 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 Was ist es mit dem Ding hier? Ja, das lassen wir immer noch offen, weil da. Kann man den einfach hier so. Der streichen wir weg.
Da müssen wir aber hier die Zahlen ändern. Ah, oh, was ist denn das dann? Komm dann, was denn da jetzt? Ist das eine 1? Eine 2. Dann müssen wir den Golf wahrscheinlich runternehmen, ne? Das haut dann, glaube ich, nicht hin. Weil ich denke, das ist halt wirklich ein richtiges, verrücktes Individualistenauto, wo du einen Käufer für finden musst. Und in der Farbe gibt es halt einige im Netz. Ja, die wollte ich gerade sagen, ist ja auch die Standardfarbe. Und das Ding hat Baumann 6 Hormann, er hat 300 gerannt knapp. Ja, gut, drauf geschissen. Das sehe ich kein Problem drin. Da ist natürlich viele ja. Kilometer. Ja, aber erste Hand, ne? War das nie erste Hand, die Karre? Hast du das erzählt? Ja. Aber ohne Brief kann man es nicht mehr nachvollziehen. Und das war ein Fahrschulwagen. Fahrschulwagen? Das war ein Fahrschulwagen. Und Country-Golf? Ich habe die Pedalerie noch rausgebohrt. Also gut, dann würde ich den Golf wahrscheinlich weglassen. Das macht dann wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Dann haben wir 1, 2, 3, 4 Autos, ne? Mhm. Haben wir noch irgendwas vergessen? Soll ich jetzt doch noch den gelben BMW kaufen von dir? Habe ich schon doppelte Angebot bekommen, aber ich gebe ihn trotzdem nicht ab. Ja, okay, gut, dann. Weil das ist das, was ich mir gegönnt habe, oder wir uns hier mit Nadine. Ja, also da. Ja. Gut, pass auf, komm. Jetzt, wo sind wir denn da jetzt hier? Wollen wir mal einen Strich drunter machen? Da kannst du auch hier die 11 einfach draus machen. Hier sieht sowieso viel schöner aus. Guck mal, so zwei Einsen hintereinander. Pass auf, wenn wir das ist doch viel, viel schöner. Jetzt kommt doch mein Bonus. Fang jetzt wieder mit dem Scheißding da an. Komm. Jetzt komm ich. Aber was mache ich denn mit dem Ding? Das sind für den Ford. Komm, sei das fair. Das ist fair, gar keine Frage. Was mache ich denn damit? Komm, noch ein Tausender runter. Wir machen eine schöne Summe. Ja, komm. Deal, machen wir. Super, Freunde. Dann haben wir es da gepackt. Und jetzt gehen wir nochmal nach den anderen alles gucken. Jetzt habe ich deine Taktik verstanden. Aber hat Spaß gemacht. So macht Verhandeln Spaß. Und ich finde, so hat es für alle Spaß gemacht. Es hat jetzt oft bei manchen Autos hat's gebrannt. Ja. Aber man muss doch das sehen. Ich weiß, dass alle Autos wieder auf die Straße kommen oder auch Spaß haben. Irgendwie. Und das Einzige, später, wo ich weiß, hier mache ich einen Kreis drum, der ist ja jetzt deiner. Mhm. Den muss ich mir nie beibringen. Das erzählst du aber heute nie heute, wenn wir noch in der Stadt sind. Wenn wir gleich was essen gehen, das erzählst du da jetzt besser nicht. Die kann ich ja reden darüber. Ich glaube, da wird die sauer. Wird die wirklich? Pass auf, du hättest besser vielleicht noch bis morgen, bis wir die Stadtgrenze verlassen haben, bis vielleicht noch. Ich muss bloß überlegen, wie wir es machen. Ich ob den LKW schicke wahrscheinlich irgendwie. Dass die alle auf EMA oder so Dreierzüge, weißt du? Aber wir können die Verträge alles fertig machen, überweicht das Geld, dann müssen wir mal gucken, wann wir es abholen. Na, wir kriegen das schon irgendwie geregelt. Ne? Er wird wahrscheinlich dann irgendwie Ende Februar, Anfang März, wo man den ganzen Scheiß ab. Pass auf, ich habe auch letztens ein Brabus Whitebody. Finde ich ja auch geil, muss ich zugeben. Optisch finde ich ja auch geil. Mal geil. Zum Rumgucken. Fährt scheiße, sieht aber geil aus und klingt geil. Und sieht immer, zum Beispiel, weißt du, welches Auto ich immer geil fand? Früher schon zu Autohändlerzeiten, was meiner Meinung nach so aussieht, als ob deine Tasche überquillt und nicht weiß, wohin damit, aber kostet nichts, ein CLS. Ja. Die sehen immer aus, ob du der Boss bist. Ja. Dann holst du so einen 350er toten Vogel, das kriegst du, glaube ich, für einen 5er mittlerweile. Ja. Und sieht aus, ob du mit 20.000 Euro Auto ankommst. Da hat der mein Geschäftspartner damals, habe ich so ein Ding über die Auktion gezogen, ein CLS 350, außen in so ein dunkelgrün und innen drin mit beigen Leder. Mit dunklem Holz. Das sah wirklich Oberchef aus, mit Sitzklima hatte der, glaube ich, und aber kleines Navi, Xenon, Schiebedach und so weiter. Verdammt, Alter, bist du in das Auto eingestiegen? Da hast du gedacht, das bist du der Graf Koks, das ist es jetzt. Ne? Da haben ja alle gedacht, Mercedes dreht jetzt durch. Und dann hat er das Ding gekauft und hat auf sich angemeldet und der hat einen Bruder, der ist ein paar Jahre älter, stand auch immer gut im Futter. Und da hat er mir dann erzählt, dass sein Bruder irgendwie so da stand mit der Kippe und der kommt mit der Karre vorgefahren und der guckt nicht richtig. Also mit dem Klo einparkte und sagte, also der Bruder so, machst du jetzt in Drogen oder was? Ja, und die Karre haben damals vielleicht irgendwie 20, 22, 23, also nichts mit 30. Das Auto war 3 oder 4 Jahre alt, hatte vielleicht 80.000 Kilometer runter und kam irgendwas um die around 20. Da hast du ein Oberchef-Auto gekriegt und das sah an der Ampel aus wie mindestens 80. Und die Autos, finde ich, CLS, sieht ja heute immer noch so aus, das Ding. Ja, sieht Boss, das was ich sag, sieht echt. Den ersten musst du holen als 55er Kompressor. Finde ich ja eh einer der geilsten Motoren. Der V8 Kompressor, ein geiler Motor, läuft gut, das Ding. Genau. Ist genau wie der C32 AMG. Finde ich, läuft auch gut, kann für wenig Geld recht viel. Echt viel. Und ist ja einer der günstigsten AMGs, was du so gerade kriegen kannst. Und ist robust. Und den M113K am CLS 55 AMG, den wollte ich mir immer mal holen, weil das leichteste Auto ist mit der Basis. Der ist der leichteste. Der wiegt irgendwie knapp über 100 Kilo weniger als die E-Klasse. Die 12 war schon geil. Auch damals. Ja, ist auch mega. Hatten wir als Kombi schon und als Limousine mehrfach. Und ich habe es versäumt, mir ein Kombi hinzustellen vom W211. Eigentlich braucht man einen CLS 55 und einen W211 T-Modell 55. Ich finde zum Beispiel, wenn der C32 eine Limo gewesen wäre, ja, würde ich auch mega. Abgeben. In Silber. Geiles. In Silber. Ja, schönes Auto. Ja, und den würde ich sogar noch in Schwarz gut feiern. Ja.
Aber C32 als Limo, auch geiles Auto. Ja, mega. Also wie gesagt, ich feiere die Dinger. Es gibt genug geile neuere Autos. Du musst mal gucken, SLK 32 AMG, was die hab kosten. Das ist doch pervers. Habe ich damals gehabt und ich kann mich doch genau daran erinnern. Was für eine Farbe, gelb oder rot bei dir? Ich hatte einen silbernen. Silbern? Ich hatte einen silbernen in Schwarzleder, das war selten. Mhm. Er hatte damals aber gelaufen, ich müsste zurückgucken, ich meine 2005 oder 2006 habe ich den gekauft. Hatte damals aber schon gelaufen, war ja nicht alt das Auto. 150.000. Okay. Da ist keiner dran gegangen. Ja? Habe ich bei Kleinanzeigen, damals war es noch mobile. Ich glaube, ich habe den gekauft für 19,7. Hm. Ich glaube, die kosten heute immer noch das Geld. Ne? Ja, wieder ja. Ja, oder der Nachfolger, der R171, das ist glaube ich SLK. Die 350. Als 55er Sauger. Ja, den fand ich nicht so V8. Gut. Den bin ich mal von einer Freundin dann gefahren, die hat jetzt ein Ding sich mal gegönnt und da bin ich mal eine Runde um den Block gefahren, da war ich schon begeistert, weil das ging echt gut, das Ding. Und auch quer. Also das Ding war wirklich, wo du sagst, jede Kurve wollte das Ding irgendwie raus mit dem Arsch. Was ich zum Beispiel bei dem Nachfolger, bei dem 171er ist der. Ja, ich glaube, ja, 171er. 350er, fährt gut, Leistung ausreichend Ding und geiler Sound, serienmäßig. Klang fand ich. Ja, die sind sehr beliebt gewesen mit 272 PS. Ja, genau. Und dann gab es da später den CGI mit 306. Und? Wobei die erste Motorvariante immer das Problem hatte mit dem Stirnrad und Steuerketten, dies, das, Ananas, da waren ganz ein paar Sorgen immer. Ne? Zum Beispiel, da habe ich dann auch aufgehört mit dem Autohandel, mit den neuen, wo die Dinger rauskamen. Ja. Also wo die Dinger bezahlbar wurden im Gebrauchtwagen. Die 350er sind heute noch beliebt, wenn es da mal einen gibt, irgendwie schön mit AMG-Paket, bisschen in Schwarz oder Silber, da stellen sich die Leute auch mittlerweile weg, gezielt weg, so eine Dinger. Kaufe ich jetzt noch am Freitag. Ist gar nicht mein Auto. Finde ich nur geil, mich reinzusetzen. Zivilvariante. Aber der ist ja so breit, da muss ich den Beifahrer fast mit dem Mikrofon anreden. Ne? Ja, oh geil. Weißt du, was mir Spaß macht, damit zu fahren? Ich sage, ich bin so lange aus dem Autohandel raus, um da mitzumachen. Nee, aber für mich ist das ohne Risiko. Ich habe halt auch ein bisschen Bock, damit rumzufahren. Meine Tochter hat das komplett gefeiert. Ich bin mit der letztes Jahr damit mal eine Runde gefahren mit dem Block. Die fanden das halt total geil. Ja, dieses riesige, monströse, laute Auto. Allein wie dieser V8-Diesel da angeht schon. Wie der startet, ist der Hammer. Musst du haben, so ein Ding. Ist wirklich geil. Ich hatte eine schöne Doka. Wenn die angemacht, das war auch geil als 5-Zylinder. Die hast du kaum gehört, die war so weit hinten. Das stimmt allerdings, deswegen haben wir den Drehzahlmesser nachgerüstet. Damit du überhaupt was hörst, was los ist. Damit genau, weil du weißt, wann du schalten musstest. Weil du hast den Motor, jetzt wo der aus von hinten raus ist, hast du vorne kaum was gehört. Ja, genau. Und wenn du ab 100 gefahren bist, hörst du mehr Windgeräusche von vorne, weil der gefühlt fährst du ja mit der Schrankwand rum. Das Ding fährt 100? Das fährt sogar 160. Quatsch. Das Ding ist auf dem Prüfstand? Nee, auf Straße. Bist du nicht gefahren? Ja doch, aber dann fielen mir die porösen Reifen ein. Da habe ich wieder vom Fuß den Gas genommen. Was wiegt denn das Karren? Hier ist das. Gewicht, Leergewicht. Was denkst du? 1500? Ist so leicht, ne? 1450. Quatsch, die haben sich doch verrechnet. Ja gut, es ist ja eigentlich nichts, weil das ist ja nur ein bisschen Blech. Ja. Du wirst mit der Doka, wie jedes Auto, wo du fährst, ich sag dir, wo du positiv überrascht sein wirst, wenn du dich damit auskennst, der C-Kadett fährt ganz toll. Mhm. Der fährt ganz toll, wenn du dich mit dem Schokon auskennst, wenn der warm ist und das schnurrt der wie ein Kätzchen. Die Doka fährt traumhaft schön, außer diese Schaltung ist ja so ein bisschen Suppenkasper. Mhm. Was mich negativ enttäuscht hat, ist definitiv die Corvette. Da ist so eine geile Geschichte bei, das Auto ist alles sauber. Ich habe den hochgehoben, da ist alles stramm, da ist nichts ausgeschlagen. Du machst so eine Fahrstufe rein, klong, weißt du, dann ist aber hast du das Gefühl, dass die Achse sich so, weißt du, so verschiebt. Aber das ist eben der VAG-Spezi, ne? In so einem Ding, das ist halt eine ganze. Aber wenn du dich reinsetzt, du fühlst das Ding, ne? Also du sitzt da drin, hast diese Beine, das ist einfach ein tolles. Also muss ich sagen, ich finde das ist wirklich beim Automatik, glaub, boom, geht der Gang rein, ist halt so. ISO, kriegst du da hast du das Gefühl, hin, als ob die Kardanwelle locker wäre und die macht so einen Knall und da fehlt ein Gelenk. Aber ich habe hochgekommen, habe geguckt, drunter ist nichts ausstand. Und wenn du die Haube aufmachst, da drunter die Achsteile, sieht aus wie neu. Also das Ding wurde immer, wahrscheinlich nur bei schönem Wetter gefahren. Ja, aber das war auch ein schönes Wetterauto, sonst hätte die vom Zustand her nicht so ausgesehen, nach so vielen Jahren. Und ich glaube, der stand auch nur, wie gesagt, kriegst du noch eine Mappe bei. Zu allen Autos, wo ich die Dokumentation habe, bekommst du natürlich also die Corvette mal dazu. Weiß ich, dass die Lisa immer eine, die wollte aber tendenziell eigentlich eine TPI haben, aber das ist es eben im Zweifel so, wie es ist. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wir die vielleicht auch mal anmelden und mal im Sommer ein bisschen rumfahren. Nur Spaß. Ich glaube schon, dass das, wenn man da Spaß dran hat, ist das. Also optisch ist das Ding natürlich ein Knaller. Klar. Aber auch schön Serie, ne? Nicht ein Fahrwerk nicht gefummelt, Auspuff kein nicht Auspuff gefummelt, dran, nix, alles original. Alles original. Und deutsche Zulassung. Sah halt unfallfrei aus, also nichts irgendwie groß rum. Nee, und halt Schickgift, das wusste ich selber nicht mehr. Ja. Siehst du? Das habe ich selber schon vergessen. Das ist aber ein Alleinstellungsmerkmal. Wirklich ohne Scheiß, dass die Unterlagen komplett da sind. Gut, Marco, dann haben wir es doch, oder? Jetzt gehen wir was essen, haben wir uns was verdient, oder? Ja, auf jeden Fall. Es ist auch schon wieder 19 Uhr, ne? Auf deine oder auf meine Köpfe? Tja, da müssen wir Schnick, Schnack, Schluck machen. Das machen wir. Gut, Freunde, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Also ich auf jeden Fall hatte viel Spaß, war wirklich toll.
Also mir hat es gut gefallen. Ob jetzt was damit verdienen oder nicht, das ist natürlich dann auf einem anderen Blatt Papier geschrieben. Das ist immer Glückssache wahrscheinlich auch. Und ich freue mich, dass der neue Besitzer findet. Du willst vielleicht gute Besitzer finden oder hast vielleicht sogar selber Spaß dran. Ja, bestimmt. Also und ich habe wieder Platz für Neues und Kohle. Genau. Und kannst wieder auf kann Kopf ich wieder haben. Loslegen. Genau. Und kann dich demnächst wieder anrufen, wenn es enger wird. Enrico, kannst du mal rumkommen? Ich habe schon wieder so ein paar Patienten, die weg müssen. Ich habe mir jetzt überlegt, du kannst den gelben BMW doch haben. Dann brauchen wir unseren Joker wieder, den Ford. Da muss der Ford. Ja, warte mal, der Ford, der ist doch aber schon auf der Liste, oder? Steht der hier nicht? Dann nimmst du den als Joker. Ich gebe dir den wieder. Ja, den gebe ich dir. Marco, ich komme, ich bringe dir aber den Ford mit. Der stand jetzt 3 Jahre bei mir rum. Jetzt kannst du den wieder haben. Wie das Ding zum Wanderpokal wird, den gebe ich dann erstmal zum Mutlu. Dann ist das Ding bei dem, dann geht es zum Gockel. Und dann, dann wird der schwarz gemacht, beim Ruckel kriegt er ein Turbo und dann finde ich den wieder geil. Ja. Pass auf, dann läuft Jean-Pierre Krämer hier vorne vorbei, sieht das Ding und findet es geil. Ja. Und kauft das. So machen wir das, okay? Das ist ein guter Plan, oder? So, Freunde, an der Stelle, für diese Bombensensation verabschieden wir uns. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das ist, glaube ich, ein bisschen sehr langes Video. Das müssen wir wahrscheinlich 2 teilen, ne? Also, ich hoffe, euch hat unsere Tennis-Staffel gefallen. Wenn ihr mehr Bock auf sowas habt, lasst uns gerne in den Kommentaren das wissen und dann gucken wir, was man in Zukunft noch so Schönes machen kann. Stimmt's, Marco? So sieht's aus. Wir gehen jetzt ein Schnitzel essen. Auf deine Kosten. Na, ciao. Ciao. Von hinten bei mir reinfilmen? Ja. Oh, lieber nicht. Da ist viele Haare drum wahrscheinlich. Der Marco wird sich kaputt lachen. Ich weiß nicht, ob das was für uns ist, weil wenn da was zerfliegt, um Gottes Willen. Also ich sag's dir nochmal, da bin ich auch zu ehrlich. Du, Gottes Willen. Du würdest dir einen Strick nehmen und sagen, beim Gegenhardt kaufe ich nie wieder Autos. Der hat sie doch nicht alle. Der hat mir all seine Sorgen gegeben. Ja, nee, ich kenne ja die Probleme generell. Also wenn du mutig bist, ich bringe dir das sogar nach Dresden. Wenn du eine rote Nummer dran machst und fährst du durch die Dresdner Innenstadt, ich bin dabei. Dauert garantiert nicht lange, legen die uns still. Die legen danach auch dich still. Ja. Ist das sehr laut, wenn ich den Auspuff hier so sehe? Und so weiter. Vielleicht ein bisschen wild. Genau jetzt natürlich. Ne? Das ist ja typisch. Das Auto, was du gekauft hast, ist wasserdicht? Ich hoffe es einfach. Was ist hier Weltuntergang in Dortmund, oder? Hätte ich nicht gedacht. Wir haben ja vom Hagen den H1 gekauft. Hast du die Hummel da auch gekauft, den von Hagen? Wen? Die Hummel, den Hagen da, diese Hummel. Ja, natürlich. Ja.